Eier, Milch und Mehl. Viel mehr braucht es nicht, um ihn glücklich zu machen. Jaden, 12 Jahre, Süßspeisenexperte und der wohl begabteste junge Tortenbäcker Österreichs. Seine Kreationen, richtige Kunstwerke. Aber ganz ehrlich, da hilft doch bestimmt jemand mit. Bei solchen Torten? Ich mache das wirklich alles allein. Aus meiner Familie kann tatsächlich keiner backen. Und ich bin eigentlich der Einzige, der es richtig kann. Auf den Geschmack gekommen ist Jaden schon vor 10 Jahren. Und zwar mit vollem Körpereinsatz. Als ich 2 war, hat mir meine Mutter zum Geburtstag kleine Mini-Muffins gemacht. Und mir haben die so gut geschmeckt, dass ich dann jeden Tag zu ihr gegangen bin und habe Kuchen backen gesagt. Und ja, seither backe ich. Und ich liebe es. Handmixer. Backofen. Und Kuchenmesser. Das alles hat er schon früh im Griff. Ich hatte noch nie Angst, dass ihm irgendwas passiert. Der hat an der heißen Herdplatte schon Eier aufgeschlagen, da hat er noch die Windeln angehabt. Also Vorsicht, pass auf, tu dir nicht weh. Das hat es bei uns nicht gegeben. Also ich hatte immer dieses Urvertrauen zum Jaden, dass er weiß, was er tut und habe ihn immer machen lassen. Bei diesem Talent hat Jaden schon massenhaft Preise gewonnen. Die hängen in der Küche, na klar, seinem Arbeitsbereich. Und hier drüben sind meine wichtigsten Backutensilien. Alle Ausstecher, Pinsel und Werkzeuge. In der untersten Lade sind ganz viele Farben und Streuseln. Hier oben sind noch all meine Backformen. Und hier ist meine letzte Wettbewerbstorte. Doch nicht nur aufwendige Motivtorten, auch das Backen von ganz typisch österreichischen Süßspeisen gehört zu Jadens Leidenschaft. Die bereitet er gerne für seine Eltern vor. Heute gibt's für Mama Babsi und ihn einen echten Klassiker, Palatschinken. In seinem Zimmer mag es Jaden vor allem gemütlich. Ein richtiges Matratzenlager. Denn oft übernachten seine Freunde hier. Oder halt Kater Happy. Übrigens der einzige im Haus, der statt Jadens Süßspeisen lieber Fleischhäppchen isst. Und wenn der Siebklässler mal nicht am Herd steht, liebt er es möglichst actionreich und wild. Gerne auch mit Papa Sascha. Ohne Sport geht bei ihm nichts. Badminton mache ich leistungsmäßig und Tischtennis mache ich seit 8 Jahren, seit 7, 8 Jahren. Bogenschießen tue ich sehr, sehr gerne und alle anderen Sportarten kann ich eigentlich auch. In Wien aber beschäftigt sich der 12-Jährige mit der süßen Seite des Lebens. In diesem Café trifft er auf Gleichgesinnte. Hier wird nach alten österreichischen Rezepten gebacken. Hallo! Zusammen mit Karin möchte Jaden heute etwas Besonderes fabrizieren. Idee und Rezept kommen von ihm, natürlich. Los geht's. Na, schau. Ma. Ups, das passiert wohl auch dem besten Bäcker mal. Hier wird gerührt, was das Zeug hält. Ja, der hat ziemlich viel Power. So, ich koste da jetzt einmal, ja? Karin ist schon mal überzeugt. Er weiß, was er macht, er weiß, wie das geht. Und ja, ich finde es toll, dass er als Junger einer Oma noch was sagen kann und noch was lernen kann. Bei Motivtorten kann ich ihr was beibringen und bei Torten backen und Rezepten kann sie mir noch viel, viel beibringen. Jetzt wird's ernst. Aus dem Kuchen soll eine Klein-gegen-Groß-Torte werden. Der junge Profi sagt wie. Zuerst müssen wir uns gut die Hände waschen, damit keine Fettflecken sind. Okay, mach mal. Pass auf mit dem Messer. Ja, ja. Und was ist das jetzt, Jaden? Also das sind Klein- gegen Großsticker. Ich kenne das alles nicht. Das ist alles Neuland für mich. Lecker. Ah. Jaden ist in Topform und die Torte auch. Das wäre jetzt mal fertig, alles eingedeckt mit Tischdecke. Schaut wahnsinnig toll aus. Es ist angerichtet, die passende Torte zum österreichischen Süßspeisenduell. Bin begeistert, Jane. Mein Rezept für das Duell: probieren und gewinnen. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.